Das ist halt alles ein bisschen tricky. Sehr was. Da muss noch jede Menge geschliffen und gespachtelt werden. Den unnötigsten Pinsel rausgesucht. Grüß euch beim Refit unseres in die Jahre gekommenen Pocket Katamarans Squib mit Sabina und Peter. Dies sind die Ausführungen eines Laien. Für professionelle Ratschläge lesen Sie Fachbücher oder fragen Sie professionelle Elektriker, Elektroniker oder Bootsbauer. Ja, die Idee, die Batteriekiste ein wenig in der Bilge zu versenken, ist gerade gestorben. Ich habe nämlich, wie ich das erste Mal reingeschaut habe, eigentlich nur gesehen, dass hier das Echolot montiert ist und habe mir gedacht, rechts davon ist genug Platz. Doch jetzt, bei genauer Betrachtung, habe ich gesehen, dass hier sowohl der Wassertankanschluss ist, als auch der Geschwindigkeitsmesser. Und da die Batteriekiste nur 20 cm kürzer ist als die ganze Bilge, wird sich das hier einfach nicht ausgehen und ich muss mir eine Lösung überlegen, die ein bisschen weiter oben ist. Naja, kann man nichts machen. Gott sei Dank habe ich den Boden noch nicht aufgeschnitten. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Der Wasserschlauch wird abmontiert. Da bin ich jetzt gerade dabei. Ich hoffe, ich komme dazu. Als Linkshänder tue ich mir da extrem schwer, weil ich eigentlich mit der rechten Hand dazu komme. Da kann ich aber nicht so agieren, wie ich möchte. Und mit der linken ist das ein bisschen, naja, sagen wir, geschissen. Ich habe jetzt die Batteriekiste einmal zumindest in der Höhe richtig positioniert. Jetzt kann ich dann hier messen, wie hoch das ist. Irgendwie gefällt mir diese Lösung jetzt doch nicht. Es sind einfach zu viele Dinge zu berücksichtigen. Der Wasserschlauch sowohl oberhalb des Fußbodens als auch unterhalb. Dann die Logge und das Echolot. Die Gasleitung rennt hinten vorbei, wenn sie wieder eingebaut ist. Und das wäre so die maximale Höhe. Da hätte ich natürlich das Problem, wenn dann der Schlauch gewechselt gehört oder wenn ich zur Gasleitung dazu möchte, dass das nur so ein schmaler Spalt ist. Und das ist ja genau das, was ich jetzt beim Refit alles vermeiden möchte. Ich habe jetzt die zwei Gasleitungen abgeschnitten. Die war ursprünglich für einen Eiskasten, der mit Gas gelaufen ist. Also den haben wir eh schon 8 Jahre nicht mehr an Bord. Und der ist für den Gasherd. Aber die Leitung möchte ich dann sowieso hier drunter verlegen. Also brauche ich es hier auch nicht mehr, weil ich die nicht so tief im Motorraum haben will, wo sie dann auch eventuell schmutzig wird. Hier eine Supportleiste gemacht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu montieren. Hier wird jetzt die Batteriekiste hinkommen. Auf der Seite ist schon eine Unterstützung da. Man sieht, dass dieser Spalt hier breiter wird, weil das Schiff zum Heck ganz leicht schmäler wird. Und wenn man hier schaut, sieht man, dass hier genug Platz ist, dass die 250 Quadratleitungen auf die andere Seite zum zukünftigen Schaltpanel geführt werden können. Ich habe mir von zu Hause so ein Brett mitgenommen und versuche jetzt aus diesem Brett ein Minishot zur Unterstützung von der Batteriekiste zu machen. Ich werde jetzt versuchen, mit Hilfe eines Bleistifts und von dieser Messlatte die Kurve so circa mal zu übertragen, damit ich dann, wenn ich es weiter reinkriege, das noch genauer machen kann. Das ist halt alles ein bisschen tricky.
Wenn wir das einmal grob ausschneiden. Ich habe mir jetzt doch aus Karton ein Muster gemacht. Dann werden wir das einmal ausschneiden. Das andere hat nicht so richtig geklappt. Das ist die Unterseite der Batteriekiste. Ich werde jetzt die Seiten, die sichtbar sind, beziehungsweise wo ich nachher nicht mehr gut dazukomme, alle abschleifen, spachteln und nachher werden sie dann, also nicht heute, sondern irgendwann wird es dann auch noch weiß gestrichen und die anderen Seiten, die lasse ich dann einfach so, Hauptsache wasserdicht. Ich bitte die etwas dunkle Filmqualität zu entschuldigen, aber es geht schon auf 7:45 zu. Und ich will aber das heute unbedingt fertig machen. Das hat aber relativ lange gedauert, das vorzubereiten. Jetzt gehe ich es an, denn wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich unbedingt hier fertig sein bzw. weitermachen können. Das relativ dick angemacht, damit wenn ich vom Bord gehe, das Ganze auch schön stehen bleibt. Schauen wir, ob das so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Schaut relativ gut aus. Der anderen Seite auch noch. Normalerweise mache ich das immer mit so einer Spachtel oder mit so einem extra hergestellten Kunststoffteil. Aber hier ist so eng, dass ich das unbedingt mit dem Finger machen muss. Jetzt nur noch das überschüssige angedickte Epoxy entfernen. Ich habe mir da 30 Gramm flüssiges Epoxy angemacht und den unnötigsten Pinsel rausgesucht, denn nur für die eine Arbeit einen schönen Pinsel verbrauchen heißt auch nichts. Was haben wir da vorbereitet? Die Glasfasermatte sind noch aus Restbeständen, als ich das Deckshaus gebaut habe. Damals habe ich ja über alle Flächen drüber laminiert, auch über die ausgeschnittenen Fenster. Und dann habe ich die Matte rausgeschnitten aus den Fenstern und da sind halt ein paar so Stücke übergeblieben, aus denen ich immer wieder für so kleinere Projekte was rausschneide. Dann noch eins drüber. Aber für das Anpicken von dem Holzbrettl da ist das allemal noch oversized. Zumal ich das dann ja auf der anderen Seite auch noch mit jeweils zwei Mattenstücken anlaminieren werde. Schönheitspreis wenn man kann gewinnen, aber das ist in einem Kastel drin, wird glatt geschliffen, weiß gestrichen und 1000 Rosen. Wichtig ist, dass der Batteriekasten eine ordentliche Unterstützung hat. So, die eine Seite ist fertig. Ich werde jetzt abschalten und die zweite Seite auch noch machen.
Natürlich werde ich dann hier noch einmal messen und einrichten, denn solange das noch nicht hart ist, kann man das problemlos machen. Und das ist auch für heute die letzte Sache, die ich anfange. Jetzt ist das Brett fertig einlaminiert. Ich habe auch bereits hier den Abstand gemessen, da hat sich nichts verschoben, beziehungsweise ich konnte es richten. Und auch auf der Seite sind je zwei Matten mit je 160 Gramm zur Unterstützung auflaminiert. Das nächste Mal werde ich erst nächste Woche kommen. Habe leider zu Hause auch noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Und bis dahin ist das voll durchgehärtet. Dieses Muster ergibt sich deshalb, weil während der Aushärtungsphase, da ist die Kiste im Freien gestanden, hat es leicht zu regnen begonnen und die ganzen Wassertropfen haben so kleine Krater gebildet. Aber das werde ich einfach alles ausspachteln. Ja, jetzt werden wir schauen, ob die Kiste wirklich drauf passt. Wackelt nichts, das ist schon ein Vorteil. Ich werde es dann später ja noch einmal anlaminieren, wenn das Ganze hier gestrichen ist. Und hier kommt dann der Schlauch zum Wassertank runter. Und ich bin mir nicht sicher, aber mit diesem Platz, ob ich da entweder einen Inverter einbaue oder, weiß nicht, der Wassermacher passt vielleicht her. Oder ich montiere hier die MPPT-Regler her. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich hier einfach eine gerade Wand aufziehe und in den Hohlraum dahinter dann oben die MPPT-Regler anschließe. Ich glaube, das gefällt mir auch. Erstes Septemberwochenende, Sabinas kritisches Auge begutachtet meine Arbeit der letzten Tage. Und was wir jetzt machen, ist ganz leicht erklärt. Ja. Wir zeichnen alles an, wo noch Spachtelbedarf ist. Da, die Hohlkehle. Ja. Kommt da der Himmel her oder kommt... Nein, der ist unterhalb. Also das ist auch dick. Also die Hohlkehle, die brauchst du nicht. Nur alles, was unterhalb ist, ist von 1 cm da. Na, wie schließen wir den Himmel da an, wenn das da so... Der wird so angeschafft. Na, aber da musst du den so schräg ausschneiden dann. Na, dann schneide ich ihn schräg oder mach nachher Zierleisten. Okay. Da ist also eine Warzen, die muss man wegschleifen. Ja, da zeichne ich es an. Du musst aber auch rechnen, dass ich da mit nichts so richtig dazu komme. Das muss man mit der Hand machen, ja? Da, das Eck da ist noch ganz, hat noch sehr viel Bedarf. Ja. Weil das ist ganz komisch, grauslich. Die, ja, da am Ende, aber das hast du gesagt. Ja. Musst du noch überlegen. Da ein bisschen. Und das gehört da. Da mache ich nichts mehr, das wird nur mehr gestrichen. Ja, das teilweise hat es ein bisschen so. Ja, aber da, wenn du da anfängst, wirst du Monate nicht fertig. Okay. Ja, du sagst, das reicht. Das wird dann mit dem schwarzen Klebstoff gemacht und fertig. Naja, der schwarze Klebstoff da kommt dann nicht. Nein, aber da machen wir halt innen irgendwas anderes drauf. Da. Na gut. Außerdem, es ist selber gemacht und wenn es nicht hundertprozentig ist, dann ist es halt so und fertig. Da kommt auch der Kabelkanal drauf, also da brauchst du nur die obersten 2 cm anschauen. Da ist noch einiges am Bedarf. Da kommt der Kabelkanal bis rauf. Okay. Das kann man dann nachher machen. Okay. Weil dann hat man einen Anschlag. Da hast du es auch geschmiedet mit Dings. Ja. Ist da noch, oder? Nein, das ist schick glatt. Es sind nämlich manchmal Stellen, da glaubt man, da ist Bedarf, aber wenn man mit der Hand drüber fährt, ist das bereits alles ausgefüllt. Da muss man noch einmal ein bisschen mit der Bauerfeile, dass das eine Rundung hat, weil da jetzt durch das Aufgebaute ein bisschen dicker ist. Ja. Na, servus, da muss noch jede Menge geschliffen und gespachtelt werden.
Aber das werden wir auch streichen, oder lassen wir das so beige? Nein, das streichen wir. Aber da wird jetzt nicht geschliffen und gespachtelt, weil das ist eh hinter der Tür und dann werden viele Sachen montiert. Ja. Aber das bauen wir nicht aus, oder? Das habe ich nicht geschafft. Ja. Weißt du, das war das, wo der Schwamm locker war. Das tue ich andecken und rundherum malen, weil das wird man eh nicht sehen, nur dass das halt so weit sauber ist, dass das... Da sieht man auch die Unterseite hier. Und die Rückseite ist eigentlich schon geschliffen. Da habe ich noch einmal gespachtelt, das muss ich noch einmal fein schleifen. Und diese hunderttausenden Löcher. Was ist das da? Was? Na, das war das Kabel zu der Lampe da. Kann man das nicht wegtun? Ja, kann man wegtun. Das wird man wegtun müssen, weil das schaut erstens scheiße aus und zweitens. Na, vor allem ist ja auf der anderen Seite nichts mehr. Ja. Sabina nimmt sich heute die 8er Bilge vor, damit ich dann später die Batteriekiste einbauen kann. Denn jetzt ist die Kabine leer und man kommt einfach leichter dazu. Ja, aber wie ich das ausgekriegt, weiß ich nicht. Momentan versucht sie gerade die Geber für die Logge und fürs Echolot zu entfernen. Na, an und für sich, glaube ich, ist das nur zum Ziehen. Das steckt mit einer Dichtung drin, wenn es angeschraubt ist, muss man es rausziehen. Das war nur reingesteckt, gell? Nein, das war mit dem was. Ja, angeschraubt, aber sonst, wenn das losgeschraubt ist, ist reingesteckt. Aber das ist der neue Geber schon. Aber schau dir das Kabel an, bitte. Aber da siehst du genau die Nagelspuren immer von den Doppelvorderzähnen, siehst du das? Ja, ich will es gar nicht sehen. Die Rotzen sind nicht meine Freund. Ja, Sabina ist noch immer bei einer der unangenehmsten Arbeiten. Weniger wegen Reinigen, sondern einfach, weil man nicht gescheit dazukommt, gell? Ja. Der Lack auf der Außenseite ist mehr abladelt wie auf der Innenseite. Das muss kommen vom Anlauen stehen, wenn die Sonne drauf scheint am Rumpf. Na, eher von der Hitze, vielleicht. Ja. Weil auf dem blauen Unterschiff dann die Sonne dorthin scheint. Aber er ist relativ gut abgegangen mit der Spachtel. Das, was noch so weggesteht, mache ich mit dem Multitool und sauge es nochmal aus. Ja, und dann fährst du nochmal mit dem Schleifer drüber. Ja, das weiß ich noch nicht. Oh ja, das geht angeschliffen, sonst halt die Farbe nicht gescheit. Okay. Und den Schlauch tust du weg, ne? Ja, den tue ich jetzt dann raus. Ich habe die Bilge so kurz gegangen, als auspumpt. Unterm Wassertank steht sicher noch Wasser, aber das geht einfach nicht weg, komplett. Das kann man dann ausdunken, wenn ich dort draußen den Wassertank ausgebaut habe und dort draußen säubern, da muss ich es halt wegdunken. Ach, Scheiß auf der ganzen Länge. Und das Kabel da, das Kabel von dem Geber, von dem Logge-Geber, das ist komplett angefressen vom Rotz. Ja, das hast du eh schon gesagt, schon, aber vielleicht kann man das kürzen irgendwie. Das muss man. Jetzt geht's weiter mit einem Durchgangsschleifen im Deckshaus.